Hallo und herzlich willkommen zurück bei Delicious Emily und die wahre Liebe. In Level 3 Emilys Restaurant heilt die Zeit wirklich alle Wunden. Ja, ich glaube schon. Kommt manchmal drauf an, wie viel Zeit vergeht. Manchmal dauert es länger, manchmal geht es schneller. Aber irgendwann geht es besser. Sie war noch nicht aufgestanden, als ich nach ihr gesehen habe. Aber sie meinte, sie käme zur Arbeit. Danke, Patrick. Die sehen ehrlich aus. Zumindest gibt es eines, auf das man sich hier noch verlassen kann. Tja, nicht mehr lange. Ich ziehe um nach New York. Was? Umzug? Ich dachte, dein Laden hier läuft so gut. Ja, die Geschäfte laufen gut. Besser als je zuvor. Ich eröffne dort einen weiteren Laden und der neue Manager braucht mich zur Einarbeitung. Aber ich bin ja noch ein paar Tage hier. Ach nee, komm. Mach keinen Scheiß. Er expandiert. Oh, Angela, wen hast du da mitgebracht? Angela, du kannst die nicht mit reinbringen. Der Lebensmittelkontrolleur... Ach, egal. Sind die nicht niedlich? Unser Hund hatte wohl eine Affäre mit dem Cocker Spaniel nebenan. Das ist, als hätten wir Enkel bekommen. Also, ich will alles über Paris wissen. Wo ist dein Lover? Angela! Was denn? Ist da was schiefgelaufen? Ich will wirklich nicht darüber reden. Ach, komm schon. Ich will jedes Detail hören, jedes Schmutzige. Angela, es reicht. Sie hat gesagt, dass sie nicht darüber reden will, also hör auf zu bohren. Ist ja schon gut, okay. Ich bin eh spät dran für meinen Friseurtermin. Du weißt, was du zu tun hast, oder? Oh Gott, der ist ja süß. Toll. Komm her, Hundchen, komm. Ich sollte dafür sorgen, dass sie unsere Gäste nicht belästigt. Belästigt? Oh Gott, die ist doch so süß. Die belästigt doch keinen. So, was? Neues Produkt? Schokolade und einen Donut. Okay. Und Hund rufen. Aha. Okay, du möchtest das und den Donut. Der Hund rennt alles hinter mir her, das ist ja goldig. So, das und das und das, das da rein. Dann holt ihr das und das und das. Ich hol die Lasagne raus, so, bitteschön. Den Hund rufen. Nein. Das ist ja goldig. So, du möchtest ein Ei und Crepe. Okay, bringe ich dir sofort, bitteschön. Dann möchtest du den Tee und den Kuchen, gebe ich dir. Ja, hallo. Der ist ja süß. Ach Gott. Nee, ach komm, echt jetzt. So, du möchtest den Crepe mit Schokolade, bitteschön. Ach nee, herrlich. Der Hund lenkt mich total ab gerade. So, das und das und das für dich. Da oben müssen wir mal putzen. Jetzt habe ich den schon zweimal gerufen. Kriegt der dann ein Ausrufzeichen wieder über dem Kopf oder eher nicht? Ich weiß es gerade nicht. So, das und das, Crepe und hier für euch. Haben wir hier irgendwo einen... Oh, der Hund, ey. Ja, ja, alles wird gut. So, das und ein Donut für dich und eine Combo. Ich wollte nach dem Mauseloch gucken, aber ich sehe es gerade nicht. So, Lasagne für den jungen Mann. Da oben kann aufgeräumt werden. Lasagne nicht vergessen, bitteschön. So, ich kassiere dich direkt. Wo ist denn der Hund? Ach, da. Da ist der Hund. Crepe mit Beeren und ein Tee für dich. So, bitteschön. Was möchtest du? Entscheide dich. Dann kann ich noch eine Kombo versuchen. Das wäre schön. Du möchtest das und den Tee. Kommt sofort. Hier kann aufgeräumt werden. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Ich bin der Meinung, ja. Da, alles klar. Ich habe die Maus gehört und eine Dreier-Kombo. Ole, ole. So, ihr wollt zwei Eier. Den Nusskuchen, den Tee kommt. Ich muss den Hund noch dreimal rufen. Ah, jetzt, okay. Haben wir das geklärt. So, Crepe mit Beeren für dich und Nusskuchen bringe ich dir. Oh Gott, ist der niedlich, ey.
Ist der niedlich. So, du möchtest einen Crepe mit Schoko, bringe ich dir. Dass die Katze da hinten nichts sagt, wundert mich. Die hat das wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen. So, einen Donut, einen Tee für dich. Da oben wird sauber gemacht. Hier machen wir eine Kombo. Ja, Hundi. Ich muss dich noch zweimal rufen. So, das und das. Und ein Ei für euch. Hier wird aufgeräumt. So, wo ist? Ach, hier. Ja. So, du möchtest zwei Crepes. Bringe ich dir. Dann mache ich hier gleich noch irgendwie eine Combo. Alles klar, wunderbar. Einmal den Hund noch rufen. Gott, der ist aber jetzt wirklich, oder? Jetzt mal ehrlich. Also bei so einem Hund kann man aber auch nicht widerstehen. Muss ich jetzt mal sagen. Evelyn, du gehst da oben aufräumen. Ja, mit euch mache ich eine Combo. Das ist schön. Und du möchtest Crepe mit Schoko und den Nusskuchen. Okay. Entscheidest du dich jetzt noch? Oder dauert das jetzt hier noch länger? Du möchtest das und das. Ich glaube, ich kassiere ihn. Wegen der Lasagne. Das dauert länger. So, bitte, das ist für dich. Ihr wollt das. Lasagne und einen Donut. Lasagne raus, Crepe mit Schoko, kommt sofort. So, oh, habe ich den Hund jetzt vergessen eben? Eigentlich nicht, der bellt doch, oder? Aber ich habe ja noch Zeit. Hundi, sag was. Sag was, mach mich nicht unglücklich. Na komm, Hundi, einmal muss ich doch noch. Zweimal das für dich, da oben aufräumen. So, hier eine Combo. Und wir haben das erste Ziel. So, ihr wollt das. Den Crepe mit Beeren und hier oben einen Cappuccino. Okay. Ja, Hundi, genau. Haha. Hab dich. Braver Hund. Du gehörst erstaunlich gut. Na gut, Hund. Du wanderst zurück zu Angela. Ach Gott, ey. Oh, na gut, hör zu. Du kannst ein oder zwei Tage hier bleiben, aber dann nimmt Angela dich wieder mit nach Hause, verstanden? Oh Gott, nee. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du willst dich doch nicht wirklich von diesen Wonneproppen da unten irgendwie verabschieden. Das glaube ich jetzt nicht. Nein, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, du möchtest das und das mit Schokolade. Kein Problem. So, da oben wird aufgeräumt. Hier machen wir eine hübsche Kombo. Evelyn, du räumst dann hier auch nochmal bitte auf. Entscheidest du dich jetzt noch? Ja, du möchtest Crepe mit Schoko und Lasagne. Okay, kriege ich das noch hin, dass wir da eine Kombo machen? Ich hoffe. So, okay, perfekt. Das und das bekommt der junge Mann. Und ich glaube, das war's. Jawohl, perfekt. Expertenziel erreicht, Maus gefunden. Ach nein, wir lassen den Hund nicht mehr gehen, Emily. Nein. Gute Nacht zusammen. Die Ärmste. Ich wünschte, sie würde mit irgendjemandem reden. Nun komm schon, Evelyn. Sie wird darüber reden, wenn sie soweit ist. Hoffe ich. Mama? Ja, Liebes? Können wir reden? Natürlich. Es geht um das, was ich in Paris erlebt habe. Okay, sie redet sich jetzt erstmal alles von der Seele. Das ist gut, das befreit. Und wir haben 450. Erhöht die Geduld. Der Lieblingssessel. Bessere Atmosphäre, das war der noch dazu kam. Gibt es ja irgendwas für mehr Kohle? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal den Kerl hier. Mal sehen, ja, was das für ein grantiger Kerl ist, ihr Lieben. So, und wir gehen in Level 4. Wird Emily sich jemals wieder verlieben können? Ach Gott, also bitte. Die ist jung, natürlich kann die sich wieder verlieben. Das wäre ja ein Ding, ey. Nur wegen diesem französischen Spacko, ey. Nein, du bleibst heute oben.
Mama, danke, dass du mir zugehört hast gestern Abend. Jederzeit, Liebes. Denk daran, du bist hier unter Leuten, die dich lieben. Willkommen zu Hause, Liebes. Willkommen zu Hause. So, seht ihr mal, sie lächelt doch schon wieder. Ey, es hat endlich aufgehört zu regnen. Sie lächelt doch schon wieder. Da müssen wir jetzt nur noch irgendwie... Was? Moment, was hier los? Da? Ein Riesenbaguette. Eieiei. Wir haben ein Riesenbaguette dazu bekommen. Was ist das hier für ein Ständer? War der vorher auch schon da? Ja, wie geht das jetzt? Aha. So und so. Und dann den Tee oder wie? Jetzt habe ich aber einen. Ach, ich verstehe. Ach, ich verstehe. Wenn er zwei will, klicke ich auf die Mitte. Ah, dann kriege ich die beiden direkt. Alles klar. Und wenn jemand drei will wie sie, ja, dann klicke ich hinten. Okay, das habe ich verstanden. Kein Problem. So, Mauseloch irgendwo. Ich sehe gerade keins. Doch da, unter dem Laternendingsbums. Unter der Säule. Okay, okay. Muss die Maus nur noch kommen, wenn ich auch hinschaue. So, ihr wollt Lasagne und einen Tee. Alles klar, Lasagne nicht vergessen, bringe ich da hoch. Nochmal Lasagne, was wollt ihr noch? Das ganze Baguette, zwei Eier, Lasagne holen, nicht vergessen, nicht vergessen. Alter, was ist mit euch? Hallo? Jetzt wollen die hier alle Lasagne, habt ihr einen Knall? Wisst ihr eigentlich, wie viel Arbeit das ist? Anscheinend nicht. So, du, Tee und Donut. Und ich mache mal hier eine Kombo dann. Okay, ihr wollt jeweils nur so ein kleines Stück Baguette? Ihr habt nicht so einen Hunger, oder wie? Ah, ich weiß ja nicht. So, Crepe mit Schoko und Donut für dich. Und hier Kombo, da oben bitte aufräumen. Das für dich. Okay, dich kassiere ich direkt. Huiuiui. Ich habe die Maus gehört, da ist sie. So, er möchte einen Cappuccino, bringe ich dir sofort. Bitteschön, bitteschön. So, entscheidest du dich oder soll ich erst kassieren? Sie entscheidet sich, das ist fein. Machen wir nämlich eine hübsche kleine Kombo. Brauche ich irgendwo aufräumen? Ja, hier, okay. So. Junger Freund, junges Mädchen, was auch immer du bist, was möchtest du? Crepe und ein Baguette und ich möchte die Kombo. Dankeschön, beehren Sie uns bald wieder. Evelyn, aufräumen, danke. So, Donut und eine kleine Lasagne für euch da oben. Kommt sofort, ich denke, ich kassiere ihn auch hier. Steht ja jetzt schon eine Weile. So, du möchtest die Lasagne und einen Tee. Nicht den Ofen vergessen. So, bitte sehr. Und was möchte die liebe Omi? Man weiß es nicht. Aber wir werden es hoffentlich irgendwann mal erfahren. So, Evelyn, einmal aufräumen da oben. Oh, du hast aber Hunger, hä? Sag mal. So, Wiedersehen. Ihr wollt das und das und den Tee und dann noch ein Ei. Kommt sofort. Bitteschön. So, was kann ich für dich tun? Du möchtest zwei Tee, alles klar. Kein Problem, kein Problem. So, kannst du einen Moment warten? Vielleicht kommen die ja hier zum Bezahlen. Okay, du möchtest das, das und das. Gebe ich dir und dann machen wir eine Dreier-Kombo. Evelyn, aufräumen. Einen Donut, das und das. Okay, für euch. Okay, es läuft, es läuft. Es sieht schwieriger aus, als es ist. Ja, ja. Aber wir kriegen hier noch was dazu. Cappuccino für dich. So, bitteschön. Ja, hier kommt irgendwas noch dazu. Eventuell könnte ich mir vorstellen, hier hinten in diese Boxen kommt auch noch was rein. So, Mädchen, was möchtest du? Entscheide dich. Du möchtest das und den Tee. Kommt sofort. Und dann wird hier kassiert. Bäm, Kombo. So, Lasagne. Und was wollt ihr? Ach, hier dieses Kuchenstück. Alles klar, da oben wird aufgeräumt und ich bringe euch die Sachen. So, zweimal Tee für dich.
Und was möchtest du? Du möchtest das und ein Baguette. Und ich möchte die Kombo. Danke, danke, danke. So, fein, fein. Wir brauchen was denn? 1625. Okay. Das sollte kein Problem sein, denke ich. So, ich kann. Ach, Mist, da hätte ich warten können. Ach, shit. Shit, Chrome. So, Donut. Und das für dich. So, zweimal das für euch. So, das kommt in den Ofen. Was wollt ihr noch? Ach so, das Ei. Okay, Lasagne. Okay. Ganz schnell da hoch. Baguette, Nusskuchen für dich. Und entscheidest du dich jetzt noch? Oh, dann kommt sie zum Bezahlen. Das ist schön. Können wir wieder eine Dreier-Kombo machen. Bäm. Und da wird aufgeräumt. Sehr gut, sehr gut. Ja, Expertenziel sollten wir auch erreichen. Du möchtest 2 und 3. Bitteschön. Ach, und er ist der grantige Typ, der hier kommt. Aber bei ihm blinkt aber auch ein Herzchen. Das ist doch schön. Ja, guckt ein bisschen angesäuert, aber geht schon. So, das ist für dich und dann war's das. Ha, geschafft. Maus gefunden, wunderbar. Sieht aus wie der beste Tag dieser Woche bis jetzt. Wahrscheinlich wissen unsere Stammkunden, dass es jetzt hier wieder sicher ist, nachdem ich nicht mehr koche. Entweder das oder sie kommen wieder, weil der Boden endlich fertig ist. Der Boden muss aber auf jeden Fall noch poliert werden. Ich sollte Roy anrufen. Hab ich schon gemacht. Er kommt heute Abend vorbei. Möchtest du wieder diesen Blumenduft? Ja, apropos Blumen, wie geht es Patrick? Gut, nehme ich an. Hast du gehört, dass er nach New York umzieht? Umziehen? Wieso das denn? Er hat irgendwas angedeutet, dass jemand seine Aufmerksamkeit braucht oder so. Bin mir nicht sicher. Hab wieder nicht richtig zugehört. Jetzt erzähl's ihr aber auch bitte richtig, François. Das ist doch blöd, was du jetzt machst. Wir gucken mal kurz im Laden. 250. Sessel reparieren. Perlenvorhang verbessert die Laune deiner Gäste. Ich hätte gern hier diesen Lieblingssessel. Im schlimmsten Fall muss ich den jetzt reparieren, oder? Ich habe keine Ahnung. Werden wir jetzt sehen in Level 5. Was ist mit Patrick? Keine Ahnung. Schauen wir mal. So, lass mich mal deinen Arm ansehen. Oh, das ist nicht so schlimm. Was ist denn das da hinter deinem Ohr? Schau mal, eine Blume. Ich habe gehört, du wolltest nach New York umziehen. Das stimmt doch nicht, oder? Also ich finde, es ist einfach Zeit, weiterzuziehen. Und, wie war es so in Europa? Was? Ach das? Ja, ganz toll. Einfach total Töfte. Na, das ist ja schön. Sehr schön. Also, ich muss los. Viel zu tun. Tschüss, Emily. Ja, ich auch. Tschüss dann. Oh, ihr seid so blöd, ihr zwei. Echt? Kommt mir das nur so vor oder fühlte sich das gerade irgendwie peinlich an? Machst du Witze? Ich hab dich unser ganzes Leben lang rumflirten gesehen und es ist mir immer noch peinlich. Flirten? Ich hab nicht geflirtet. Wer flirtet denn hier? Das ist so, als ob man dauernd sieht, wie ein und dasselbe Auto einen Unfall baut. Ich sollte mal mit meinem Therapeuten darüber reden. Oh gütiger Himmel, schau dir das an, François. Er benutzt Murmeln statt Wasser. Siehst du, wie sie das Licht reflektieren? Ist mir noch nie so aufgefallen. Kein Wunder. Er hat es gerade erst aufgestellt. Nein! Oh Gott. Ich hole einen Besen. Schön.
schön, François. Ich bin froh zu sehen, dass sich einige Dinge nie ändern. Soll ich die Murmeln einsammeln? Nein, sollst du nicht! Scheiße. Oh, scheiße. Und da ist das Mauseloch. Neues Produkt, neuer Tisch, neues Upgrade. Ganz toll hier. Warte, da habe ich eine gesehen. Da ist eine. Hinter dem Ding ist auch eine, weiß ich ganz genau. Kann dieses Ding hier mal verschwinden? Danke. So, da war nämlich eine. Wie viel brauche ich denn noch? 3 von 8. So, okay, du möchtest das und das Ei. Kommt de pronto. Ja, ich kassiere dich gleich. Da haben wir noch. Da haben wir noch. Okay, ist das, das und das. Und den Crepe mit Beeren. Bitteschön. Alter, die sind doch. Achso, scheiße. Wieder die doofe Lasagne vergessen. Wo sind noch. Da ist noch eine. Habe ich gerade die Maus gehört? Habe ich gerade die Maus gehört? Ah, da. Alles klar. So, bitteschön. Das, 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 das da drauf. 2x Tee, ein Baguette, Lasagne aus dem Ofen. Ich bin schon wieder kurz vor Herzinfarkt. Warum habe ich hier ein Baguette drauf? Man weiß es nicht. So, ihr wollt Crepe mit Schoko und ein Ei. Okay, kommt sofort. Ich brauche immer noch 3 von den Kugeln. Wo sollen die? Ach, da. Nein, kein Baguette. Ach, seht ihr mal. Deswegen hatte ich das wahrscheinlich vorhin. Möchtest du gerade mal ein Baguette? Nein, möchte er leider nicht. Das ist schade. Evelyn, geh da mal aufräumen, bitte. So, ich bring dir das. Kombo. Na, immerhin wenigstens eine Kombo da aufräumen. Was kann ich für dich tun? Ich darf die Kugeln nicht vergessen. Ich brauche noch 2. Entscheid dich, Mädchen. So, das ist für dich. Kombo, wunderbar. Ach, die oben, oh, die wollen auch irgendwas. Ist ja gut, geht nicht weg, werdet nicht sauer. Ich bin schon so gut wie da. Da ist eine Kugel. Okay. Ach, die wollten ein 2er-Baguette. Sie will auch ein 2er-Baguette. Ist ja scheiße gelaufen. Ich gebe dir schon mal dein Baguette. Und dann gebe ich dir gleich noch dein Ei. Ach, Mann. Blödes Baguette. Echt. Ach, so. Also, 3, 2, 1 und einen Donut für euch. Ich brauche noch eine Kugel. Ich brauche noch eine Kugel und ein Ei und eine Lasagne. Eieiei. Ich sehe die blöde Kugel aber nicht. So, bitteschön, das ist für dich. Da oben aufräumen. Ja. Du willst das und das. Okay, wart's ab. Kommt sofort. Bitteschön. Wo ist denn die letzte Kugel? So, euch kassiere ich. Ich mach gleich nochmal auf Pause, wenn ich die nicht finde. Das sag ich euch. So, das. Dann einmal Baguette. Lasagne nicht vergessen und da hochbringen. Ah, da ist Banane. Ah, ich wusste es. Es wird ein Obstkorb hier. 2x das. Ah, da. Da ist die Kugel. Puh, ich glaube, das waren alle. Ja, das waren alle. Zum Glück, ey. So, jetzt kann ich mich mal endlich wieder hier auf die Leute konzentrieren. So, du möchtest das und Lasagne. Kommt de pronto. Ich kassiere mal ganz schnell. So, da wird bitte aufgeräumt und du kannst gehen. Danke für deinen Besuch. Da liegt eine Banane und ein Korb. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich zuerst den Korb nehmen und dann das Obst. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. So, noch 2 Baguette. So, kommt, kommt, kommt. Und nicht ungeduldig werden. Oh, warum habe ich Crepe vergessen? Ich weiß es nicht. So, noch ein Crepe und ein Baguette für dich. So, entscheidest du dich jetzt noch? Ja, du entscheidest dich und möchtest natürlich die Lasagne. Und einen Donut bringe ich dir. So, bitteschön und Kombo. Dankeschön. Gern geschehen. Alles klar. Evelyn, da oben aufräumen bitte. Und ja, dich kassiere ich direkt. Und was möchtet ihr? 2 Baguettes? Oh, und eine Riesenlasagne. Alter Schwede, findet ihr das nicht übertrieben? Wer soll das alle essen? Ich meine, ich könnte das auch alle essen, aber... ne? Wie das so ist. So, kommt ihr zum Bezahlen? Dann warte ich hier mit ihr noch, oder...
Ja, die haben gerade eigentlich erst angefangen eben zu essen. Was möchtest du? Okay, so das. Ich mache hier eine Dreier-Kombo. So, bitteschön, dankeschön. Bäm. Und da wird aufgeräumt. Uiui. Aber es wollte noch keiner eine Banane haben. Naja, kommt dann auch noch, ne? Und schon wieder Lasagne. Das finde ich irgendwie gar nicht nett von euch. Und Kuchen, so. Lasagne aus dem Ofen. So, du Crepe mit Beeren und Baguette, Jeanette, bitteschön. Soll ich noch warten mit dir? Vielleicht kommen die da oben gleich zum Bezahlen. So, Tee, Nusskuchen für dich oder der junge Mann entscheidet sich. Das ist natürlich nett. So, dann machen wir da noch die Kombo. Okay, da oben wird aufgeräumt. Ich warte mal hier auf die Lady. Vielleicht möchtet ihr ja auch noch bezahlen kommen. So, ihr wollt Lasagne, Baguette, Lasagne, nicht vergessen. Bitteschön. Okay, ich kassiere ihn, das dauert zu lange hier. Und jetzt wird aufgeräumt. Ja, jetzt kommst du, ey, weißt du? Ich habe auch meinen Stolz. So, das und das und ein Tee für euch. Und er möchte ein Ei- und Nusskuchen, okay. So, Kombo, bam, aufräumen. Der Tag ist gleich um, das erste Ziel haben wir erreicht und ich denke, das Expertenziel sollte auch kein Problem sein. So, das ist für dich. Kommt, ja, die kommt zum Bezahlen, das ist schön. Dann nehme ich das auch direkt so mit. Er möchte die Lasagne und einen Donut. Ah, jetzt habe ich... Lasagne wieder im Ofen vergessen. Und da ist wieder unser grantiger Herr. Aber wir haben das Ziel ohnehin schon erreicht. Insofern mache ich mir da... Oh, guck mal, er möchte... Ah, oh Gott, ich muss dreimal auf die Bananen klicken dann. Alles klar. Oder eben entsprechend, wie die das haben wollen. Okay, gut zu wissen. Tag ist geschafft, wunderbar. Und alle hauen ab. Schnauze voll, ne? Ich treffe mich mit Andrea und Mathilda im Highbrow auf einen Drink. Magst du mitkommen? Ich bin nicht sicher, ob ich schon bereit bin für das Highbrow, aber trotzdem, danke. Ja, noch ein bisschen aufräumen. Ja, und an der Blume schnuppern. Okay, wir haben ein bisschen Geld, aber ich glaube, das reicht für nichts, oder? 250, doch, den Perlenvorhang. Obwohl, wir könnten auch noch ein bisschen, wir werden noch ein bisschen sparen, ihr Lieben. Und ja, wie es hier weitergeht, das werden wir uns in der nächsten Folge anschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und bis dahin, eure Trin.